Jetzt fehlt noch Rapido. Der ist hineingegangen. Alles ist startklar. Die gelbe Fahne geht hoch und Boxen auf zum 179. Oppenheim Union Rennen. An der 2200 Meter Marke geht das Feld auf die Reise. See the Moon an der Innenseite knapp im Vorteil vor John Squadron. Unter dem Beifall des Kölner Publikums geht es gleich in den ersten Bogen hinein. See the Moon mit einer halben Länge an der Spitze vor John Squadron an der Außenseite vor Swoke Delic. Dahinter sieht man dann Chartbreaker mit außen Rapido, dann Surakon und am Ende des Feldes Open Your Heart. So geht es durch den Scheibenstraßenboden und der Favorit vorneweg. Der Favorit an der Spitze, See the Moon, mit etwas mehr als einer Länge vor in zweiter Position. John Squadron, sehr viel Tempos nicht im Rennen. Dahinter dann Swoke Delic an der Innenseite dicht auf vor Rapido, dann Chartbreaker, Surakon und Open Your Heart am Ende des dicht geschlossenen Feldes. In der Gegenseite unverändert See the Moon vorne mit anderthalb Längen. Das Tempo durchaus gemächlich, aber gleichmäßig vor John Squadron an der Außenseite in den Ebbesloher Fahrenden. Da sieht man dann Swoke Delic an der Innenseite vor Rapido, dann Chartbreaker und die beiden Karlshofer am Ende des Feldes, Surakon und Open Your Heart. Die Pferde am Mittelpunkt der Gegenseite und See the Moon weiter vorne. See the Moon mit zwei Längen, jetzt etwa vor John Squadron. An der Innenseite galoppiert Swoke Delic, dahinter dann Rapido vor Chartbreaker und die beiden Karlshofer ziehen weiterhin das Ende des Feldes. Jetzt geht es in den Schlussbogen hinein. See the Moon mit zwei Längen an der Spitze. See the Moon führt und Andreas Helfenbein dahinter John Squadron in zweiter Position vor. Swoke Delic innen, dahinter dann Rapido, der vierte ist vor Chartbreaker und dahinter dann die beiden Karlshofer, Surakon und am Ende des Feldes Open Your Heart. Jetzt geht es in den Einlauf hinein. 600 Meter sind es noch. See the Moon an der Spitze. See the Moon vorne vor John Squadron, der macht noch einen guten Eindruck. Swoke Delic und an der Außenseite kommt der Vorstoß jetzt von Rapido. John Squadron und Rapido jetzt an der Seite von See the Moon. See the Moon noch knapp im Vorteil. See the Moon in der Innenseite kommt jetzt aber auch Swoke Delic. Swoke Delic wird stärker. See the Moon und an der Außenseite Seite dann Rapido mit John Squadron, die an sich ein bisschen in die Quere kommen, aber See the Moon ist vorne, See the Moon an der Außenseite, da geht es ein bisschen durcheinander, See the Moon an der Außenseite vor Swoke Delic und Rapido, aber See the Moon gewinnt das Rennen, See the Moon marschiert ins Derby, dahinter dann auf dem zweiten Platz wahrscheinlich Rapido vor Swoke Delic, dann Chartbreaker und dahinter dann Open Your Heart vor Surakon und John Squadron. Liebe Zuschauer, Sie haben den Hubton der Rennleitung gehört. Das bedeutet, die Rennleitung wird den Ausgang des Rennens überprüfen. Bitte werfen Sie keine Wettscheine fort. Ja, der Rennverlauf gerade in der Zielgeraden auf den letzten 200 Metern doch ein bisschen defizil. Da ging es doch nicht so ganz gerade zu. Und deswegen wird die Rennleitung den Ausgang des Rennens überprüfen. Vorläufiger Richterspruch, sechste Rennen, 179. Oppenheim Union Rennen. Sie haben die Sirene der Rennleitung gehört. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens. Bitte behalten Sie Ihre Wettscheine. Und der vorläufige Richterspruch lautet: Sieger die 5 See the Moon. Auf dem zweiten Platz nach Auswertung der Zielfotografie die 4 Rapido mit einem Halsvorteil vor der 7 Swoke Delic und viertes Pferd die 1 Chartbreaker. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch im sechsten Rennen, dem 179. Oppenheim Union Rennen. Mit Überprüfung durch die Rennleitung, bitte behalten Sie Ihre Wettscheine. 5 See the Moon, 4 Rapido, 7 Swoke Delic und 1 Chartbreaker.